Ja, wir sind hier im Zoo Zürich, neben mir der Pascal Marti. Du bist Kurator. Was macht ein Kurator im Zoo? Ja, Kuratoren sind eigentlich zuständig für Tiere. Das heisst, es ist so wie ein Kurator im Museum, der vielleicht für die Galerie zuständig ist, sind wir für Tiere zuständig. Ich spezifisch bin jetzt auch noch für die Medien zuständig. Das heisst, ich bin ein bisschen so der Tierexperte vom Zoo. Also wenn es Fragen kommen von intern oder extern zu einem speziellen Tier oder so, dann bin ich der, der Auskunft geben kann. Und es ist perfekt, dass du alles über Tiere weißt, weil wir sind ja nicht per Zufall hier im Zoo Zürich. Ich habe gehört, ihr habt eine Führung im Zoo, die heisst Homosexualität im Tierreich. Kommt das so häufig vor, oder was? Ja, das ist häufiger, als man denkt. Also im Moment sind es etwa 1'500 Tierarten, wo man homosexuelles Verhalten hat können beobachten. Das heisst okay. Aber, das sind natürlich alle Arten von Verhalten. Also von wirklich paarbildenden Tieren bis solche, die einfach ein mal ein Interesse zeigen am gleichen Geschlecht, aber dann zum Teil auch wieder beim anderen Geschlecht. Wir sind ja nicht per Zufall jetzt da, wo wir stehen. Wir stehen vor einem Pinguinen-Keg und das ist, glaube ich, nicht nur, weil sie so herzig sind, oder? Nein, das ist tatsächlich so. Also Pinguine sind eine von den Arten, wo es auch wirklich Paarbindungen gibt. Homosexuelle Tiere, die Pärchen sind, die dann sogar wirklich über Jahre zusammen sind. Wie merkt man überhaupt, dass zwei männliche oder weibliche Pingus zusammen sind? Ich meine, für Menschen, dort ändern sie vielleicht den Facebook-Status oder sie löschen Grindr. Aber wie macht man, also wie merkt man das bei den Pinguinen? Ja, also Pinguine sind speziell. Also zum Beispiel Humboldt-Pinguine, die wir hier haben, da erstens mal sieht man gar nicht, ob es Weibchen oder Männchen sind. Das sehen wir von außen gar nicht. Das heisst, wir müssen das über das Blut, DNA überhaupt feststellen. Und dann ist so vom Verhalten her sieht man es. Dass sie zusammen sind und das sind zum Beispiel auch höhlenbrütende Tiere. Das heisst, wenn sie zum Beispiel zusammen eine Höhle beziehen, dann weiss man, dass sie wahrscheinlich ein Pärchen sind. Ja, ist das ein Kuschlitz oder was? Ja, sie sind dann schon dort zusammen natürlich. Aber das Kuscheln so im herkömmlichen Sinn gibt es jetzt bei den Pinguinen nicht. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen zugossen. Gibt es denn jetzt ein gleichgeschlechtliches Paar hier im Zoo Zürich? Ja, im Moment haben wir gerade bei Humboldt-Pinguinen kein Pärchen. Weil das ist so, dass die eigentlich relativ lang dann zusammenbleiben, zum Teil fast das Leben lang. Aber wir haben es schon in der Vergangenheit. Also 2009 zum Beispiel haben wir zwei Männchen und die haben dann sogar ein Jungs zusammen aufgezogen. Wie ist denn das jetzt bei den Pingus? Wenn es da ein queeres Pärchen gibt, ist das wie bei den Menschen, dass es dann da, ja, dass die Gesellschaft nicht immer positiv reagiert? Wie ist das bei den Pinguinen? Also bei den Pinguinen spielt das überhaupt keine Rolle. Also das ist auch ein homosexuelles Pärchen ist genauso wie jedes andere heterosexuelle Pärchen. Und die reagieren und verhalten sich nicht anders als alle anderen. Also Homophobie existiert eigentlich nicht in der Tierwelt? Nein, das hat man noch nie können beobachten. Also nicht nur bei den Pinguinen, auch bei all den anderen Tieren, die man so verhaltensweise beobachten kann, hat man noch nie können so etwas beobachten. Danke vielmals, Pascal Marti. Ja, da können wir uns ein riesen Stück abschneiden von dieser Tierwelt, würde ich sagen. Wenn ihr mehr möchtet erfahren zu Homosexualität im Tierreich, dann bieten wir euch an, jetzt so eine Führung da können zu machen in einer Gruppe. Und zwar sponsert das Ganze die Zürcher Kantonalbank. Ihr könnt, wie gesagt, in einer ganzen Gruppe gehen. Alles, was ihr dafür mitmachen, ist am Wettbewerb mitmachen, indem ihr auf Instagram geht, Zürich Pride-Seite und dort ein Foto liket vom Zoo Zürich. Und dann sind ihr schon mit dabei. Viel Glück!